Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und zwar sehen wir hier oben eine schöne Sonnenbrille, die jetzt auf jeden Fall immer wieder oben getragen wird. Das ist natürlich unser neuer Style und dieses Mal ist sie fest. So, Freunde, heute mal gar keine Rap-Talk-Folge. Und zwar war ein junger Mann mit seinem Freund unterwegs Richtung einer Fleischerei und sie waren nicht mit ihrem Auto unterwegs, sondern mit einem anderen Auto. Und während sie auf dem Weg zu einer Fleischerei waren, haben sie kurz angehalten und wurden Opfer einer Verwechslung. Rückblick. Mitte Februar sind David und sein Freund Andy mit dem Wagen eines Kumpels unterwegs. Als die Männer bei einer Fleischerei Halt machen, stürmt plötzlich das MEK heran und blockiert den Pickup. Ein Beamter eröffnet das Feuer. Es ging alles ganz schnell. Hier stand ein Auto, ein T4. Wir sind von hier gekommen, sind hier raufgefahren, sind hier irgendwo zum Stehen gekommen. Dann wurde ich angeschrien, ich soll aus dem Auto rauskommen. Die Tür war verhakt, die Leute wurden immer lauter, haben rumgeschrien. Und dann haben sie mich hier vorne auf dem Boden hingeschmissen. Während Andy W. bei dem Zugriff nur leicht verletzt wird, trifft der Schuss den Fahrer durch die Scheibe in den Kopf. Heftige Scheiße, Alter, heftige Scheiße. Überleg mal, Freunde, ihr wollt irgendwo was essen oder keine Ahnung, geht irgendwie zum Dönerladen, haltet irgendwo an und auf einmal werdet ihr von Beamten rechts und links bombardiert, Freunde, und dann schießt einer auf euch los. Ich saß so im Auto, hab mich so zur Seite gedreht und der Schuss kam von hinten von dieser Richtung, ging hier raus aufs Jochbein. Und dann in den Auge rein und ist so wieder abgeprallt, ne? Boah, Freunde, das hört sich alles an wie so ein richtiges GTA-Videospiel, würde ich mal so sagen, Alter. Das Krasse an dieser Story ist, Freunde, dass am Ende die Polizei oder die MEK, SEK-Beamten am Ende einfach nur sagen, ja, wir haben sie verwechselt und haben sie leider abgeschossen und der kriegt im Prinzip nichts, Alter. Der Arme, der kann nicht mehr gucken, er kann nicht mehr seinen Beruf ausüben. Ich krieg meinen Mund kaum noch geöffnet, kann dadurch nur noch flüssige Nahrung, Suppen oder sonstiges essen. Hab zu tun, meine Tabletten reinzuschieben in den Kiefer, weil es geht nicht auf. Ne? Und wie gesagt, die Umstellung nur noch auf ein Auge zu sehen, ist wirklich schwer. Yo, das Krasse an der Geschichte ist, die Polizeibeamten wollten eigentlich einen ganz anderen oder dachten, es wäre ein ganz anderer Täter oder sagen wir mal ein Flüchtling. Folge eines dramatischen Irrtums. Denn am Steuer des Pickups vermuteten die Polizisten einen anderen, den Flüchtigen Nico Schmidt. Die Rotlichtgröße war wegen gefährlicher Körperverletzung zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ich hoffe mal auch, dass der Fahrer von dem Pickup, der David, dass es dem bald wieder besser geht. Ich wünsche ihm gute Besserung. Ja, was soll ich da noch zu sagen? Ich stehe dazu, ich trete meine Strafe an. Selbstverständlich, ich wollte mich nicht davor drücken oder sonst wie. Das soll nicht falsch verstanden werden. Aber ich musste mich halt um Sachen kümmern, weil man kann nicht von heute auf morgen in eine Haftanstalt antreten. Und zwar dachte die Polizei, das wäre einer, der vor der Polizei fliehen wollte und eigentlich in Haft gehen sollte. Also ja, Freunde, heftig, was so auf dieser Welt passiert. Ja, ich wollte nur einmal kurz dieses Video euch zeigen, weil es mich ehrlich gesagt ein bisschen heftig schockiert hat, Freunde. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr mal ein Like da lasst, wenn ihr mal am Start seid. Und ich danke euch fürs Einschalten, meine lieben Freunde, und bis demnächst. Peace. Abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da und bis demnächst.